Jo, so sieht das aus, wenn man seine SD-Karte vergessen hat und eigentlich ein super cooles Video aufnehmen wollte, bevor die Kunden hier in den Store reinkommen. Ich bin nämlich hier gerade im FX Miller Concept Store wieder in Regensburg und die Steffi hat mir freundlicherweise hier vorher schon mal aufgemacht, dass ich mit euch ein bisschen die Neuheiten testen kann, die jetzt hier neu im Laden sind. Leider ist die Speicherkarte jetzt noch im Hotel. Das ist nicht so cool, aber da machen wir es halt mit dem Handy. Das soll uns natürlich dann nicht aufhalten. Gut, ich habe jetzt zuallererst mal den Rouge Chaotique, das ist ein neuer Byredo-Duft aus der Extrait-Kollektion. Byredo hat ja mehrere Kollektionen. Ja. Was ich persönlich immer ganz cool fand, ist der Tobacco Mandarin. Und jetzt ist eben dieser Rouge Chaotique rausgekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Duft tatsächlich sehr passend zu seinem Namen, ja, weil er hat so ein bisschen tatsächlich so einen sehr wilden Charakter, sage ich jetzt mal. Also es ist auf der einen Seite sehr, sehr fruchtig und auch wirklich sehr frisch, fruchtig, süßlich. Und dann aber auf der anderen Seite hast du so rauchige Tabaknoten. Und scheint auch von der Haltbarkeit her, das ist bei den Extraits von Byredo ja immer sehr, sehr gut tatsächlich. So, was dann auch neu mit dabei ist, ist hier der L'Air et les Roses. Der steht jetzt aber tatsächlich hier auf dieser Top-10-Treppe, weil der nämlich eines der heißesten Releases jetzt aktuell ist. Es ist ein sehr verrückter Duft, sage ich jetzt mal. Mit Flieder, Tonkabohne, Mandelnoten und weißem Kakao. Also etwas, wo man sich jetzt normalerweise eher fragt, okay, krass, ist jetzt wirklich was komplett Neues mal, ja. Also wenn ihr einen wirklich einzigartigen Duft sucht, auf jeden Fall den mal ausprobieren. Ich muss ehrlich sagen, es ist einer der einzigartigsten Düfte, die ich jetzt in den letzten Monaten gerochen habe, ja. Und als neues Release auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gut, jetzt gehen wir hier mal zu Creed rüber, denn tatsächlich gibt es so quasi ein neues Release von Creed. Es gibt nämlich jetzt den Springflower. Der sah vorher ein bisschen anders aus, nämlich in diesem Flakon. Und sie haben ihn jetzt einmal neu aufgelegt in diesem wunderschönen Flakon. Macht jetzt auf den ersten Blick, finde ich, einen sehr guten Eindruck. Wer wirklich ein absolutes Blindgeschenk jetzt sucht, ja, also wenn du jetzt eine Frau hast und du möchtest ihr was schenken, also wenn du eine Frau in deinem Umfeld hast, möchtest ihr was schenken, ja, für alle einfach geeignet, ja, also egal, ob es jetzt die Schwiegermutter ist, egal, ob es die Mama ist, ob es die Schwester ist, ob es eine Freundin ist oder die Freundin. Und der Flakon ist einfach eine absolute Augenweide. Klar, man muss dieses rosa Thema, muss man irgendwie mögen, ja, wer damit jetzt nicht zurechtkommt, für den wird es nichts, aber trotzdem auf jeden Fall so ein halbes neues Release, ja, weil es das eigentlich vorher schon gab, aber jetzt in diesem Fall einfach neu aufgelegt wurde. Dann habe ich hier als nächstes den Rule of 72. Das hat mich total vom Hocker gehauen, das Ding. Für mich persönlich ist hier auf jeden Fall eine komplett andere Geschichte, denn das ist wirklich der absolute Lederbrecher. Du sprühst es zweimal auf und es riecht bis da hinten an die Ecke, weil es einfach so ein extremer Lederduft ist, ja. Und das ist wirklich ein sehr, sehr intensiver, dunkler Lederduft, der fast schon so ein bisschen so einen schwerölartigen Charakter hat. Also wirklich sehr dunkel, kühlend. Und was dann eben durchkommt, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, ist so eine Zypressennote. Und deshalb, der hat mich instant an den Tom Ford Woodwood Intense erinnert, der ja tatsächlich eingestellt worden ist. Also wer dazu eine Alternative sucht, wird mit diesem Duft vielleicht glücklich. Dann haben wir als nächstes den Morph, den neuen. Ist ja eine Marke, die ich jetzt hier durch Miller tatsächlich kennengelernt habe. Antigua Bay, genau. Hat also so ein bisschen was Frisches jetzt, ne? Perfekt für den Sommer, wir kennen das. Wir wollen alle auch dann einfach mal einen erfrischenden Duft haben, den man einfach aufsprüht morgens, wenn es heiß ist. Und was ich persönlich daran eben so cool finde, ist, dass es nicht ein typischer Zitrusduft, ja. Also es ist die Erfrischung morgens, der hat aber auch salzige Noten. So eine sehr, sehr schöne, herbe Note, was ich persönlich immer im Sommer sehr cool finde, wenn es nicht zu süß ist. Und deshalb so eine herbe Note mit dabei zu haben, finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und das ist wirklich so dieser unkonventionelle, frische Duft für den Sommer. Und für den letzten, der jetzt neu mit dazugekommen ist, müssen wir tatsächlich hier vom Regal mal wieder weggehen und auf die Top-10-Liste hier schauen, denn da haben wir auf Platz Nummer 2 tatsächlich den Black Caviar von Electimus, einen meiner absoluten Lieblingsdüfte. Und dieser Duft hier ist ein absolutes Granatenteil, weil der nämlich einfach so riecht, als würdest du eine Auster essen. Ja, also jeder, der schon mal Seafood oder Austern gegessen hat, wird wissen, da gibt es so diesen Meeresgeschmack auf dem Mund. Ja, also es ist wie den Ozean zu essen, finde ich persönlich. Und das ist bei Black Caviar eben genau in eurer Nase. Das ist ein Duft, der riecht einfach wie Kaviar, wie Austern, aber nicht fischig, sondern tatsächlich einfach dieses mineralische Meerwasserthema kommt da richtig geil durch. Es erinnert einen direkt irgendwie so an Strand und an diese warmen Tage im Jahr. Und deshalb für mich persönlich einfach wirklich ein geiles Teil. Und tatsächlich habe ich das so in dieser Feinheit tatsächlich noch nicht gerochen.
Also es gibt ja zum Beispiel den Megamare von Orto Parisi, der sehr, sehr intensiv und wirklich fast schon so ein bisschen zu viel ist, so ein bisschen algenmäßig. Und das Ganze auf so einer hochwertigen und exklusiven Variante zu riechen, finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ich besitze den Flakon auch selber und habe den Duft jetzt schon seit einigen Monaten tatsächlich im Gebrauch. Und deshalb, ja, Black Caviar für mich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tolle Neuheit. Das war's jetzt soweit erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch mal so behind the scenes zu sein, wenn der Laden noch nicht auf hat. Ja, draußen sind sie irgendwie dran, auch schon hier alles zu, die ganzen anderen Läden zu beladen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten bin ich gespannt, habt ihr eine dieser Neuheiten schon getestet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.